Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock 2 und die Musik ist wieder mega am Abgehen und ich weiß nicht wieso. Ich werde den Big Daddy hier jetzt auch nicht töten, weil mir geht ja auch langsam die Munition aus. Also ganz ehrlich. Oh. Musik! Beruhige dich! Danke. Nein. Das ist ja noch die von der Big Sister, aber die ist doch, die liegt da. Die ist tot. Ach man, ey. Okay, da hinten ist der Dicke. Der Dicke. Das geht mir gerade echt auf den Sack. Gut, wenn gerade eine spannende Situation ist. Alles gut, aber gerade ist ja eher so tote Hose, was das angeht. Und dann müssen mir die Instrumente ja nicht so ins Ohr reinspringen und mir das Trommelfell zertrümmern. Hier war ich schon mal, oder? Ja. Ja. Ich bin wieder zurückgelaufen. Nee. Heute ist der 24. Freunde. Das heißt, morgen kommt Outlast 2 raus. Ich freue mich schon irgendwie drauf, aber irgendwie auch nicht. Hab ich wieder so ein Horror. Also, so ein Horror. Ach, danke, danke. Wirf die Kamera an, filme ihn und dann deck ihn ordentlich ein. Die Musik geht trotzdem weiter. Lade doch mal einen anderen Track, Mann. Bum, bum. Ich glaube, ich werde etwas davon brauchen. Hör auf, mir jetzt so ins Ohr zu schreien. Ich hatte schon wieder so einen Horror-Albtraum, wollte ich sagen. Ja, man kennt ihr das, wenn ihr so einen schlechten Traum habt. Ich bewege mich nie. Stirb! Ungeheuer! Brute Splicer Forschungsbonus. Neue Fähigkeiten. Bohrersprung. Vernichte deine Gegner mit diesem verheerenden Sprungangriff. Sieh einmal an, Junge. Du bist ja ein richtiger Profifilmer. Und mir scheint, du hast dir von dem Riesenbaby einen neuen Trick abgeguckt. Wow. Geh jetzt wieder zum Sinclair Deluxe und bahn dir einen Weg durch den Schutt. Drücke Umschalt, während du linke Maustaste gedrückt hältst, um einen Bohrerangriff durchzuführen. Okay. Gleich mal gucken. Okay. Da ist die Cam. Kann ich das jetzt auch kaputt machen? Na. Dann wäre ich da wenigstens durchgekommen. Diese Musik, Leute. Spürt ihr auch diese Spannung? Ich hatte kurze Hoffnung, dass es aufhört. Ey, ich bin manchmal echt gut, was das hier angeht. Gut, jetzt können wir ja mal die Treppe hier runtergehen. Jess. Jess mag ich. Jess ist cool. Oh, noch ein Geschenk. Alter! Hier, Vater. Du entwickelst dich schnell, aber dein Herz wird schwächer. Ich kann dich am Leben erhalten, aber dazu musst du mich finden. Ich bin noch dabei. Wir sterben? Das ist doch scheiße. Hypnotisieren. Verwirre deine Gene, damit sie sich gegenseitig zerfleischen. Geil. Ich wollte eigentlich Abfackeln mehr benutzen, ne? Ach, wir lagern das erstmal in der Genbank. Wir haben ja schon genug, um uns noch was zu kaufen, wenn man nochmal so eine Station finden würde. Nein, das ist grausam. Das machen wir nicht. Wir lassen doch nicht sich. Also, wir lassen doch nicht ein Pärchen sich gegenseitig zerfleischen. Wer sind wir denn? What? Krass. Das ist krass. Könnte die Musik mal bitte aufhören?
Oh, geil! Hitze-Upgrade für Nietenpistole. Ein interner Mechanismus erhitzt Nieten auf eine weißglühende Temperatur, bevor sie verschossen werden. Volles Upgrade für eine Waffe. Schon? Oh, Leute, diese Musik geht mir gerade so auf den Sack. Oh, Gott sei Dank. Das war's. Wir müssen das Limbo schließen. In dem Nobelschuppen in Uptown geht eine Bombe hoch. Und schon kriegen alle die Panik und heben ihr Geld von der Bank ab. Eine ganze Stadt zerrt an derselben Dollarnote. Die Banken gehen pleite. Und vielleicht einer von 10 hat sein Geld noch gekriegt. Wer hört mir noch zu, wenn ich rumposaune, wie blank alle sind? Stanley ist mir keine Hilfe. Zu Grace war Ryans Paradies äußerst unfreundlich. Sie sprach sich in ihren Songs gegen ihn aus und er setzte sie auf die schwarze Liste. Es hat sie ruiniert. Aber in der Familie hat sie Hoffnung gefunden, einen Grund, neuen Atem zu schöpfen. Frage dich, Delta, hast du es verdient, ihr das zu nehmen? Hey, ich bin ihre Familie. Hi, Großer. Oh, der brennt. Genau. Du sagst es. Der Blechdaddy ist kein Mensch. Er ist halb Hund und halb Teufel. Geschaffen von Andrew Ryan, um unsere Kinder in wandelnde Leichen zu verwandeln. Hey, hier war ich auch noch nicht. Cool. Müsste einfach nochmal hier zurückkommen und schon findet man Sachen, die man nicht kannte. Und die hat mich schon wieder beleidigt. Die sagt, ich bin kein Mensch. Ich bin halb Hund und halb... Was war das jetzt? Schon wieder vergessen. Ich habe da nicht zugehört. Weißt du, dass sie mich beleidigt hat? Autohackpfeile, die man eigentlich mal benutzen könnte. Oh, ist das laut. Junge, Junge. Diese armen Teufel überschlagen sich fast, um durchzuspringen. Sie benutzen die Mädchen von der Oberfläche und von Lambs Anhängern eine Substanz zusammen. Mehr als Blut. Irgendwas im Blut. Und die geben sich hin, als wäre es eine Ehre zu sterben. Sie täten mir fast leid, wenn sie nicht meine Tochter verschleppt hätten. Cindy, du wirst da nicht mitmachen. So oder so nicht. Sie macht da aber schon mit, denke ich mal. Die arme Cindy. Vielleicht ist auch Cindy eine von denen gewesen, die wir befreit haben. Vielleicht haben wir ja schon eine gute Tat begangen. Na, na, na! Wow. Das hat der... fast gar keinen Schaden gemacht. Du standest mitten in den Flammen. Flammen ist Inferno und du so, I don't care. Oh, wir müssen unbedingt das Gebiet wechseln. Ansonsten kriege ich hier noch einen Knall. Will ich einfach mal so eine Explosion überleben. Wenn ich das mache, ist das okay. Ich bin Big Daddy, ja, aber ihr? Ihr kleinen Menschlein. Ach, hier sind wir. Ah ja, gut. Da war ja vorher auch zu. Jetzt ist er offen. Hm. What's going on? And I said, hey, yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. I said, hey! Falsche Seite erschienen. Harper's Drop ist das übelste Viertel in Rapture. Aber hier gibt's noch Wohnungen zu erschwinglichen Preisen. Ja, super. Als Atlantic Sinclair Express die Luxus-Passagierlinie baute, wurde das Areal unterhalb ausgehoben, um Unterkünfte für die Arbeiter zu schaffen. Es sollte keine Wohngegend auf Dauer werden, aber wenn du in dieser Stadt pleite bist, ersäufst du nicht gerade in Möglichkeiten. Ich bleib nicht gerne länger als eine Stunde am Stück hier unten. Nirgendwo ist der Zug so abgefahren wie unter diesen Gleisen hier.
Schön gesagt, mein Freund. Schmeiß deinen Bohrer an und räum den Schrott weg, der dir den Weg blockiert. Wer will noch? Das ist schon ziemlich cool. Tracy war in der obersten Etage. Geh rauf und überrede sie, dass sie dir den Hauptschlüssel gibt. Okay. Ich habe noch keinen Verse so freundlich gehört. Das beruhigt mich schon mal. Aber wir müssen noch auf andere Sachen achten. Vielleicht sind wir anders programmiert. Nicht, dass wir hier wieder benutzt werden. Gut, viel tun dagegen werden wir auch nicht können, aber... Dann wissen wir wenigstens schon mal Bescheid. Ich würde dich überreden und das so schnell wie möglich, weil mir die Musik ziemlich auf den Sack geht langsam. Kann ich damit eigentlich auch nach oben springen? Also sagen wir mal, das ist so eine Kamera. Die sind ja mal etwas erhöht. Kann ich die dann auch damit zerstören, wenn ich da so ranspringe? Ja? Ich denke nicht, oder? Komme ich hier rein? Ja, hier hinten rum. Oh, Schrotflintenmunition. Das wird die nächste Waffe sein, die ich verbessere. Die Schrotflinte. Also in solchen Spielen hier liebe ich Schrotflinten. Im Multiplayer sind die irgendwie, weiß ich nicht, komme ich nicht mit klar. Ich weiß, es ist falsch, dass ich mich jetzt so gut fühle, aber ich muss einfach grinsen. Dr. Lamp war da und hat mir erzählt, dass Andrew Ryan sie endlich einsperren will. Die Gläubigen werden am Boden zerstört sein und ich sollte es auch sein, aber Sophia hat sich daran erinnert, dass ich unfruchtbar bin. Und sie bat mich, auf ihr Kind aufzupassen, während sie weg ist. Die kleine Eleanor Lamp. Ein wunderschönes, gescheites Mädchen. Jetzt habe ich ein Kind. Und dadurch wird alles gut. Nein, das ist mein Kind immer noch. Vier Nieten und $2. Wow. Okay, das sieht ein bisschen gruselig aus da drin. Heilen für $9, das will ich doch loben. Ach du Schande, ach du Schande. Nee, warte mal. Das macht gerade das Feeling kaputt hier drin, diese Musik. Also, langsam reicht's ja auch. Sonst muss ich das Spiel nochmal neu starten, aber ich will jetzt nicht... Bitte, bitte funktionieren. Ich krieg das nicht weg. Erst ab der nächsten Mission ist das weg. Geil. Ach, wie ich sowas hasse, so eine Bugs. Auch schon so ein bisschen eine Horrorgestalt hier drin. Von daher ist es. Geht das noch? Oh nein! Da war ein blaues. Ich war einfach gerade so im Flow drin. Burn, burn, burn. Gibt's auch noch? Nein. Kinderräuber, ey, jetzt reicht's ja langsam. Damit er an Eleanor herankommt. Blechdaddies kennen keine Schuld. Blechdaddies fühlen keinen Schmerz. Aber wir sind die Familie. Und wir können ihn lehren, Schmerz zu empfinden. Nein, ich denke nicht. Liebe Freunde, ich denke, das werdet ihr mir nicht lehren können, weil Schmerzen finden kann ich schon. Nur wahrscheinlich nicht von euch, weil ihr einfach zu kacke seid. Wer bist du denn? Alter! Hä? Wo ist denn der hin? Der ist doch gerade hier lang gelaufen. Suspicious. Oh. Ja, mal. Du kannst ja schon mal darauf vorbereiten.
gerade sieht er mich nicht, das ist gut. So, meins. Und wenn da drin Gegner sind, dann nicht mehr lange. Der Bohrer, muss ich sagen, ist doch schon ziemlich cool. Ich sollte mal wieder mehr die Kamera verwenden. Ich vernachlässige das immer so ein bisschen. Ist man halt nicht gewohnt aus anderen Spielen. Da macht man ja sowas nicht. Seine Gegner fotografieren. Ha, geh hier rein. Also, schon in manchen Horrorspielen. Ich gehe jetzt erstmal hier lang, weil ich möchte meinen Waffen-Upgrade haben. Gott, da ist auch noch ein Geschütz. Nee, das ist das, was wir gehackt haben. Haha, seht ihr? Ich sollte mich eigentlich nicht freuen, dich leiden zu sehen, Monster. Aber ich bin nicht so heilig wie die Frau Doktor. Tja, ich auch nicht. Und das wird nicht gut für dich enden. Nein! Mehr Munition wäre gut gewesen. Schaden macht die ja schon mal nicht schlecht. Hat sich der Sound geändert? Die war doch vorher nicht so laut. Nice. Du wirst mir gehören. Hacken macht so viel Spaß. Oh, fuck. Neues Tonikum. Gefrierender Bohrer. Lass deinen Gegner mit Gefrierbohrer in Kälte stehen. Oh, das klingt ja auch cool. Damit bin ich schneller. Damit brauchen die Alarme. Ach. Nimm mal das weg, weil ich zurzeit nicht so viel Plasmide benutze. Hehe. Kommt, meine Geschütze, kommt. Blut trennt uns, Monster. Es ist das Blut, das uns zu Fremden macht. Aber dank Dr. Lam sind wir jetzt alle eine Familie. Ein Volk. Glaube ich nicht dran. Ein Ziel. Du kannst dieses alte Herz anhalten und diesen alten Körper ausbluten lassen. Aber die Familie kannst du nicht zerstören. Und du, Blechdaddy, du stirbst ganz allein. Als ob alle freiwillig dasselbe Ziel haben. Profite kommen, Profite gehen. Und Musik wird Gott sei Dank wieder leiser. Ich bin ja an sich ein bescheidener Mensch. Aber die Masche mit den Spritzenteilen ist schon einsame Spitze. Irgendein Blödmann von hier kauft mir eine Schachtel Einzelteile für Injektionsspritzen ab. Für das Doppelte, was der Krempel wert ist. In seinem Rattenloch baut er alles zusammen. Ich kaufe das fertige Produkt für 10 Cent zurück und kassiere dafür einen Dollar von Ryan. Profite kommen, Profite gehen. Der alte Andy labert was von der großen Kette. Ich hab Leute, die blechen noch dafür, dass diese Kette mich reich macht. Ja, hat auch ziemlich viel damit zu tun, mit dem Plasmiden hier und dem Adam. Andrew Ryan hat mir erzählt, in Rapture wäre es nicht wichtig, wo man herkommt. Blödsinn! Als die Zeiten härter wurden, kochten unsere ganzen Vorurteile wieder hoch. Aber Dr. Lam hat uns gezeigt, dass wir alle eine Familie sind. Jenseits unserer Hautfarbe, jenseits unseres Standes, jenseits unseres Namens. Ja, Lam ist die große Gottkaiserin oder was? Glaube ich nicht, die benutzt euch doch auch nur. Oh, 2 Medikits. Dinge, die ich gerade überhaupt nicht brauche. Ach, das ist jetzt eigentlich egal. Ob der jetzt noch mehr Schaden macht oder nicht. Oh, was haben wir denn hier? Wo ist Harry hin? Und wieder warte ich den ganzen Tag, ob Harry heimkommt. Nicht, dass wir überhaupt noch zu Hause wären. Bestimmt ist er mit diesem Mädchen durchgebrannt, das in seinem tollen Buchladen als Verkäuferin arbeitet. Und wir verlieren unser Zuhause und sogar den verdammten Laden kriegt Ryan.
Jetzt müssen wir uns mit diesem schrecklichen Sinclair einlassen, nur um ein Dach überm Kopf zu haben. Nein, Harry hätte das doch nie getan, oder? Würde er überhaupt wissen, wo er uns suchen soll? Ja, wir müssen uns ja auch mit diesem hässlichen, ekligen Sinclair einlassen. Es ist irgendwie immer so, dass wir Hilfe kriegen von Leuten und dann stellt sich heraus, dass sie selber einfach nur komplett daneben sind. Leiche erforscht, doch, das bringt was. Bringt nur wenige Punkte ein. Aber besser als gar keine Punkte. Wenn er schon da lag, dann will ich mich doch nicht beschweren, oder? Doch. Oh nein. Nimm doch die Shotgun jetzt. Ah, Junge, dreh dich, Junge, dreh dich. Ah, hopp, sass, sass, ah. Geiler Scheiß. So, jetzt nochmal gucken, ob ich auch jetzt überall war. Ja, 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 alles gut. Ich möchte ja auch nicht die Waffen-Upgrades verpassen oder hier die Tonspuren. Der Morphoretenor prallt vom Glas ab. Ich falte diese Papierfiguren als Geheimabzeichen für die Gläubigen. Die Raupe des Morphoretenor verpuppt sich nicht. Ihr wächst eine innere Schutzhaut vor der Metamorphose. Er ist wie wir. Den Schmetterling zu tragen, heißt Dr. Lam und die Familie zu unterstützen. Bald schon wird Rapture seine Flügel entfalten und hochfliegen. Die Zeit der Reife naht. Ah, eine bekloppte Bande, ja. Aber das ist ja schon von vornherein klar. Und die reden hier ja von dem Wurm, denke ich mal, der auch in den Kindern drin ist. Oh, das Allheilmittel, was gar nicht so viel heilt. Sinclair, was ist los? Gleich da vorne. Sie war ja nicht gerade freundlich zu dir. Ich werde also nicht versuchen, dir vorzuschreiben, wie du ihr den Schlüssel abnehmen sollst. Aber sie ist alt. Und der Hass auf dich basiert auf einem Missverständnis. Also wenn es möglich ist, werde ich sie nicht töten. Würde ich sagen. Wenn man Morde vermeiden kann, sollte man das immer tun. Auch wenn man vorher vielleicht getötet werden sollte von der Person. So einfach geht das. Ja, ja, so einfach. Elliot Nerds. So sind's 100. So einfach geht das. Ich zahle Sinclair ein paar Kröten für eine Ladung Spritzenteile und Nadeln. Abends schraube ich alles zusammen, während ich nebenbei Radio höre. Dann verkaufe ich Sinclair alles für das Doppelte zurück. Echt gutes Geschäft. Ein paar Nadelstiche holt man sich. Aber sonst kein Grund zur Klage. Bald bin ich wieder ganz oben. Bis du krank wirst. Mr. Sinclair, du Trottel. Oh, oh, oh. Wurde Sinclair etwa benutzt? Heute Nacht, Monster. Ich, nein, du stirbst nicht. Weil es deinesgleichen im Blut liegt, zu töten. Und du, weil die Familie nicht zulassen wird, dass du mit dem Schlüssel lebend hier rausspazierst. Ist das nicht dieselbe Stimme, die hier in The Old Republic, also Knights of the Old Republic 2, die Frau hat? Die Blinde? Ich glaube, oder? Also die blinde alte Frau vom Anfang. Oh, guck mal, du klein. Oh, da ist Elinor. Scharfer Beobachter. Mache deine Forschung effizient damit. Scharfer Beobachter. Führe Analysen durch, wie du sie nie für möglich gehalten hättest. Ich bin aber nicht so der Analytiker. Ich bin eher so der Praktiker. Oh, ich krieg einen Knall. Gleich sind wir da. Gleich hat's ein Ende. Lamp ist enttäuscht. Ein leeres Haus. Nur ein Echo bleibt mir noch. Eleanor, Liebes, wo bist du? Ah. Ich habe mich kurz umgedreht und jemand hat dich mitgenommen. Es ging alles so schnell. Ich bin noch nicht mal eine Rabenmutter für dich. Ich konnte dich nicht beschützen. Dieses Plakat von ihr in meinem Zimmer starrt mich an, als wüsste es, wie sehr ich mich schäme. Ich habe immer zu deiner richtigen Mutter gehalten, Eleanor. Und habe ihr immer meine Geheimnisse anvertraut. Aber ich habe dich verloren. Was wird Dr. Lamb jetzt von mir denken?
Moment. So sind's 100. So einfach geht das. Nein. Ich zahle Sinclair ein paar Kröten für eine Ladung Spritzenteile und Nadeln. Abends schraube ich alles. Aber das hatten wir doch schon. Ich nebenbei Radio höre. Dann verkaufe ich Sinclair alles für das Doppelte zurück. Hey, da bist du ja. Dachtest wohl, du kannst dich verstecken. Nur zu, hol's dir. Ich will nicht, dass du mich berührst. Dr. Lamb hat damals mir ihr Kind anvertraut. Ich habe alles getan, aber die kleine Eleanor verschwand. Und dann, eines Tages, sehe ich sie mit dir herumlaufen. Sie sieht krank aus. Und als ich sie in den Arm nehmen will, schlägst du mich zusammen. Brichst mir den Kiefer. Ich bin bereit, Babyräuber. Komm rein und bring es zu Ende. Nein, werde ich nicht. Es ist deine Entscheidung, Freund. Gracie ist unbewaffnet. Überleg selbst. Dann geh doch zum Teufel. Los! Du hast mehr Größe als ich, Chef. Ja. Vielleicht überlegt sie sich in Zukunft zweimal, ob sie Leute verdammt, bevor sie alle Fakten kennt. Jetzt aber los. Eleanor wartet. Gut, Eleanor wartet, aber ich würde sagen, ich beende erstmal die Folge hier. Wir sind ja schon wieder bei 26 Minuten. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like und einen Kommentar da und ich entschuldige die Musik, die ist echt nervig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ich wünsche euch was. Ciao.